Hallo, herzlich willkommen, lieber Michael, zu diesem Hi, kurzen, grüß dich. knackigen und prägnanten Interview. Ganz kurz zu deiner Person, für Leute, die dich eventuell noch nicht kennen sollten. Zwei Worte zu dir. Ich bin Gründer Geschäftsführer von der Champions of GmbH. Also wir machen Softwareentwicklung im Innovationsbereich. Okay, was zeichnet dich aus? Was setzt dich von den anderen 5000 Entwicklern ab? Unser Schwerpunkt ist wirklich Innovationsintegration. Also sprich, wir können halt oft helfen, wenn es um also hochtechnische digitale Probleme geht. Also Also Software Engineering. Software Engineering, ja. Also immer dann, wenn es, sag mal, ab vom normalen 0815 Workflow ist, also wenn dann eben Okay. doch nicht so ganz klar ist, wie was gebaut werden soll und da so ein bisschen mehr als nur das Lehrbuch herhalten muss, dann sind wir da die Richtigen. Okay, wenn es in die Richtung Prototypen geht, sozusagen zum Beispiel. Prototypen gehören mit dazu, also so vertikale Durchstiche und sowas, aber auch wirklich in der laufenden Entwicklung. Der Punkt ist halt, dass du oft bei Innovationen, digitalen Innovationsprodukten, hast du halt oft das Problem oder die Herausforderung, dass die irgendwelche Sachen neu oder anders machen als bisherige. Und wenn du da immer nur mit Tools dran gehst oder mit demselben Pattern dran gehst, dann kriegst du es unter Umständen nicht gelöst. Also wir hatten so ein Thema, wo halt die Software halt irgendwie Echtzeit 3D angezeigt hat aus dem Browser und das lief über WebSockets. Und das sind halt viele Sachen, die man da beachten muss, die dann anders laufen als bei so einem klassischen REST-Service, weil du halt deine Sessions hast, die halt dann auch stateful sind und dergleichen. Das muss man halt im Hinterkopf haben und da kannst du nicht einfach mit dem klassischen REST-Pattern drangehen. Skalierung geht dann auch nicht so leicht, weil du halt, wie gesagt, stateful Services im Hintergrund hast. Du kannst dann nicht einfach mal einen neuen Service hochfahren, kannst du schon, aber du musst es halt alles managen. Und das ist nur ein Beispiel, aber du hast halt oft das Ding, da entwickelt jemand irgendwie eine wirklich coole neue Technologie, hat dann aber das Problem, dass er halt die PS nicht auf die Straße bringt, weil halt dieser Höhenunterschied zu dem, was halt so normalerweise da entwickelt wird und was halt so an Dienstleistern dann auf dem Markt ist, das halt schwierig zu überbrücken ist. Ist ganz interessant. Das Licht hier in dem Büro ist so hell, dass es immer so aussieht, als hätte ich gar keine Headphones an oder irgendwie das. So der Morg vom Org oder so. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst. So fucking außerirdisch. Okay. So, jetzt lass uns mal gleich reingrätschen in unsere Fragenkatalog. Und zwar, was sind die größten Fehler in der individuellen Softwareentwicklung? Beziehungsweise welche 7 Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden in aller Kürze und Sieben, wir Würze? haben bei 5. Fünf, ja. Und, Ja, es wird halt immer wieder als Probleme halt angeführt. Das sind so eigentlich die Klassiker. Also, dass man halt am Anfang sich über das Produkt gar nicht so im Klaren ist. Also das sehe ich gerne mal so als wirklich Todeskriterium. Die Frage ist halt eher, wie geht man damit um? Das Problem ist Die meiner fehlende Meinung nach. Produktvision ist ja an sich jetzt erstmal kein Problem, weil das ist ja mal die Grundvoraussetzung, weil wenn ich das Produkt schon da hätte, dann bräuchte ich es ja nicht mehr bauen. Also Produktvision, also Vision. dass man es in die Zukunft projiziert, wie das Produkt aussehen soll, da tun Ja. sich halt viele schwer. Aber also das Problem ist in meiner Meinung nach gar nicht mal, dass diese Produktvision nicht da ist oder dass die halt vielleicht falsch ist. Also wir machen ja gerade agile Entwicklung, um auch unter Umständen die Vision wieder gerade zu rücken, wenn die halt nicht so ganz passt. Einfach mal, ich stelle mir das Ganze als einen riesen B2C-Markt vor, merke dann aber irgendwann unterwegs, dass B2B eigentlich viel besser ist und das Produkt aber entsprechend in der Vision dann auch angepasst werden muss. Das ist okay. Mein Problem ist viel mehr, oder was dann häufig scheitert, ist, dass man sich das nicht eingesteht oder das als ein fundamentales Problem sieht und das versucht mit Planung zu erschlagen oder halt mit anderen Mitteln zu Ja, erschlagen. ja, Also ja, sprich, ja. man will vorher diese Produktvision so fest zementieren, dass sie dann unflexibel wird.
Und dann hat man eben das Problem, dass die tatsächlich vielleicht am Anfang unklar war, dann aber festzementiert ist und du dann eigentlich gar nicht mehr wirklich darauf reagieren kannst. Also das ist eigentlich meines Erachtens das viel größere Problem. Wenn man von vornherein mit einer gewissen Flexibilität in die Produktversion reingeht, gehen würde, würde man da auch ganz woanders irgendwie rauskommen. Unter Umständen vielleicht nicht mit dem Produkt, wo ich ursprünglich vorhatte, aber halt vielleicht mit dem anderen, was trotzdem erfolgreich ist. Ja, da sind wir wieder bei diesen, viele beziffern dann ihre Methoden agile Softwareentwicklung, obwohl sie letztendlich zuerst diesen Leitfaden machen, diesen Katalog, ja, diesen Anforderungskatalog, den festzementieren und dann innerhalb dieses Anforderungskatalogs so tun, als würden sie agile Softwareentwicklung betreiben, ja, aber letztendlich Ja. schon so narrow sind, dass sie, selbst wenn sie in die falsche Richtung gehen, immer weiter trotzdem in die falsche Richtung gezwungen werden zu gehen. Und Ja. das sind wir letztendlich schon wieder so politisch, dass man sagen könnte, siehe unsere aktuelle Regierung, ja, haben sich irgendwie einen Funnel, einen Tunnel gebaut von Energiewende oder was weiß ich, CO2-Vermeidung, was weiß ich, ja. Und innerhalb dieses Tunnels sehen sie, okay, es funktioniert so, funktioniert nicht, machen wir das anders. So nicht, so nicht, so nicht. Sind dann versuchen oder haben das Gefühl, dass sie agil sind, aber immer nur innerhalb dieses Funnels. Vielleicht ist ja diese ganze komplette Funnel, müsste mal in Frage gestellt werden. Ja. Aber dazu ist es halt schon zu fest zementiert und in der Politik hast du halt immer das, du willst ja deine Wähler nicht enttäuschen oder irgendwie sowas, aber es ist jetzt schweift mir gerade ab, aber es ist letztendlich da, es sind so Parallelen, würde ich mal sagen, auch wieder, ne? Dass man sagt, okay, vielleicht muss man letztendlich diesen Tunnel, in dem man sich bewegt und wo man so tut, als würde man agil Software entwickeln, vielleicht generell etwas wieder ausweiten und dann würde man vielleicht viel, viel besseren Lösungen finden. So, jetzt habe ich ein, ich wollte dich eigentlich mehr erzählen lassen, sorry. Kann ich auch rausschneiden. Aber ich fand das jetzt wieder, da kam jetzt gerade wieder so ein Gedanke von mir, okay, ja, das siehst du doch jetzt gerade bei uns überall in Deutschland, ja? Also genau diesen Fehler. Ja, also es ist ein Klassiker, dass man versucht, also es heißt ja, wenn man keinen Plan überlebt, den Feindkontakt. Was man aber lustigerweise, je genauer der Plan ist, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht klappt. Weil also je präziser ich meine Zukunft vorhersage, desto eher ist doch sehr logisch, dass es Dinge geben wird, die nicht so eintreten, wie ich es geplant habe. Das Witzige ist, dass man, wenn ein Plan fehlschlägt, dann meistens irgendwie so auf Management-Ebene so diese Tendenz hat, beim nächsten Mal einen noch besseren und noch genaueren Plan zu fordern. Also sprich, eigentlich noch was zu fordern, was ja noch wahrscheinlicher fehlschlägt. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem zu bekommen, was man eigentlich haben möchte. Ja, Also genau, wie, weil eigentlich wäre der der Weg dann, den Plan aufzuweiten oder halt gröber zu ja. machen, weil er dann eher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwie erreicht werden kann. Ja, genau, weil der semi-agile Plan nicht funktioniert hat, den nächsten Plan noch weniger agil machen. Genau. Noch mehr festzuzurren, was eintreten muss in Zukunft, um Ja. dann zu merken, es tut es dann doch nicht. Also. Und dann am besten per Gesetz so festzurren, dass Eintreten muss, letztendlich, ja. genau, dass das Versagen eintreten muss. Okay. Was hat man als nächsten Punkt? Fehlende Produktversion war der erste Punkt. Mangelnde Stakeholder-Einbindung. Genau, ja, also das ist halt auch so ein Punkt, wobei da würde ich halt auch sagen, sind die Stakeholder halt auch also in der Verantwortung. Also wir in Jampisoft, wir versuchen ja immer, sagen wir mal, die Entwicklung im Dialog zu machen und agil zu machen. Also wenn man halt dann irgendwie so mal ein Lastenheft oder Pflichtenheft runtergeschrieben hat und das dann drunter programmiert, ist nicht so ganz unser Stil. Und das ist halt auch genau der Punkt, weil meistens ist es halt dann so, dass halt diese Anforderungskataloge werden halt oft von Leuten geschrieben, die da nicht mit allen geredet haben, aber nicht durchgehend mit allen reden. Oder wenn du halt dann die erste Testversion irgendwie hast, dann ja, dann zeigst du vielleicht einem Stakeholder, aber dann hast du im klassischen Projekt Wasserfall irgendwie trotzdem ja die Vorgabe, das dann so weiterzuführen, weil es halt so in den Anforderungen steht. Oder du musst halt wieder von vorne anfangen, was halt die meisten auch dann wirklich wollen. Also dann ist da meistens halt Augen zu und durch, obwohl eigentlich der Stakeholder eingebunden werden könnte. Oder wenn er dann seine Meinung sagt, hast halt dann die Problematik, dass du dann Diskussionen über Budget oder sonst irgendwas dann mittendrin führen musst, weil halt unter Umständen dann klar wird, okay, also so wie sich der Stakeholder vorgestellt hat, wird es dann nichts. Dann lässt man sie vielleicht eher dann lieber gleich raus. Also.
Ich sehe es Das immer ist ein. bei den supergroßen Projekten, wenn ich zum Beispiel Leads mache für Großaufträge, also wir reden jetzt hier halbe Million, nur die Installation, also insgesamt meistens sind es mehrere Millionen. Selbst bei sowas vermeintlich Simplem wie CRM, wenn da, sagen wir mal, 50 Ländergesellschaften oder Standorte oder ähnliches mit dran beteiligt sind, also CRM ist so ein typisches Beispiel, ja, weil da irgendwie da doch sehr viel interne Kollaboration und Kommunikation und sowas ja stattfinden soll über dieses Tool. Das heißt, also ein CRM ist ja sozusagen eigentlich nur eine leere Hülse. Und wenn es niemand nutzt, weil es niemand als sinnvoll erachtet, also es, diese typischen Oldschool-Vertrieblermannschaften noch, die es ja immer noch gibt, und die hat irgendwie jeder sein eigenes Ding macht. Jeder Vertriebler ist zwar super wichtig und performt auch, macht sein eigenes Ding, aber letztendlich wird ein CRM eingeführt, aber nur 9 von 10 nutzen es nicht und dann ist das CRM sicher komplett nutzlos. Also weil es ja auch nicht zwingendermaßen genutzt werden muss, weil es läuft ja so auch. Und dann ist immer diese Gefahr, wenn man die User, also ganz besonders beim CRM, habe ich das häufig in Erfahrung gemacht, wenn die User nicht immer komplett mitnimmt, dass es dann eben nicht wirklich genutzt wird. Also bei SAP CRM habe ich immer wieder die Entscheider dran gehabt am Telefon, als geheißen, ja, wir haben das Ding für 1 Million vor 2 Jahren eingeführt und jetzt fangen wir langsam an, dass es überhaupt die Leute nutzen. Ja, aber die Lizenzen werden schon seit 2 Jahren gezahlt mit 100.000 Euro. Ja. Also es ist halt schon so, wenn wir dann wirklich die ganz großen Projekte sehen, ist auch dann schon wieder echt eine Herausforderung, halt auch länderübergreifend, kulturübergreifend und was es alles da noch gibt. Also wirklich, ja, was sagst du da dazu? Ich meine, wenn es so wirklich ganz Ja, groß also wird. klar, wenn es ganz groß wird, also man muss halt immer aufpassen. Also auf der einen Seite Muss bin man ich immer einfach der sich Freund für ein davon, nicht paar zu Key-User sehr, entscheiden und die anderen einfach zwingen? ja, genau Oder das meine ich halt, ja, oder halt irgendwo halt weil irgendwo muss anfangen. man ja einen Also Kompromiss finden. genau, also irgendwo halt anfangen. Man muss halt schauen, dass man sich, das liegt dann aber meines Erachtens auch sehr stark in der Softwarearchitektur verankert, dass man jetzt nicht irgendwas baut, was halt nachher komplett nicht mehr praktisch erweiterbar ist. Das stimmt. Ja. Also das ist halt der Punkt, wenn ich jetzt mich auf Key-User beschränke und das Ding dann halt so baue, dass halt nur die Interessen dieser Key-User betrachtet werden. Und, aber die Architektur dann so ist, dass ich, wenn ich danach den Kreis der User halt erweitere, dann nicht weiterkomme. Dann habe ich natürlich auch ein Problem, habe ich aber auch einen Fehler gemacht. Trotzdem ist schon mein Ding, dass man halt, man muss halt irgendwo anfangen. Also gerade bei diesen hochkomplexen Projekten, wo es halt vorher noch keine Referenz gibt. Ich meine, es ist halt was anderes, wenn wir darüber reden, wie in einem Auto, ich will den Spoiler einbauen. Da gibt es halt schon 100.000 irgendwie Beispiele, die vom Band gelaufen sind, wo man weiß, wie das Ding sein muss, welche Zeiten das braucht, um rein und rauszufahren und sowas. Sowas kann man halt wirklich um einiges anders schon von vornherein mit konkreten Anforderungen abdecken. Bei einem System, was halt irgendwie neu sein soll, bei Softwareentwicklung oder wenn es in der Softwareentwicklung ist, ist es halt meistens per se neu, weil wenn es ist ja nicht wie bei einem Auto, wo es darum geht, halt irgendwie x Instanzen desselben zu bauen, sondern bei Softwareentwicklung reden wir meistens von Neuentwicklungen, die auch wirklich irgendwelche neuen, auch krassen neuen Änderungen reinbringen sollen. Und wenn ich da halt, wenn ich das halt zu mechanisch mache und zu unflexibel, zu starr, dann ist es halt auch schon auf Fehlschlag programmiert. Und wenn man eben agil dran geht, dann muss man halt sich ein Ding rauspicken, ein, zwei Use Cases rauspicken, ein, zwei Key User rauspicken. Und mit denen fange ich halt an. Denen erfülle ich halt erstmal die wichtigsten oder die wichtigsten, ja, Aufgaben, die wichtigsten User Stories, die halt haben. Und dann erweitere ich halt so stückchenweise den Kreis. Und wie gesagt, wenn halt dann die Architektur falsch ist oder das nicht hergibt, das ist natürlich ein Problem. Aber das sollte normalerweise schon halt auch so ein Stück weit von vornherein in der Architekturbetrachtung irgendwie berücksichtigt werden. Ja, also es ist zum Beispiel ein ganz konkreter Ding, also Erweiterbarkeit, was muss da gegeben sein? Also, das hat ja nichts damit zu tun, dass es Open Source ist, ne? Also mal Nein, angenommen, nein, nein, ich bin jetzt ja das. so ein typischer Business-Entscheider und kein absoluter Entwickler.
Man muss aber eine Entscheidung fällen und Das wo Schnittstellendesign ist halt auch schlaggebend. Schnittstellendesign, Also, okay. also wie ich halt mir meine Aufgaben schneide und wie ich halt die Schnittstellen zwischen denen halt festlege. Und dass ich mich halt möglichst wenig, also Entscheidungen immer nur so weit treffe, wie ich sie unbedingt brauche an der Stelle. Also dann halt, ja, das ist so ein Beispiel. Also, Keine Vorwegnahmen und so weiter, zu viel. ja, also dass man halt sagt, zum Beispiel, okay, man nimmt halt als IDs in der Datenbank, nimmt man halt unter Umständen irgendwie GUIDs oder Strings, aber man verlässt sich halt nicht drauf, dass es unbedingt GUIDs oder Strings sein müssen oder dass sie aus einer bestimmten Quelle kommen, sondern dass man sagt, okay, dann kann halt die ID vielleicht auch aus einer anderen Quelle irgendwie kommen und ich das halt irgendwie auch abbilden kann. Das sind so Sachen, wenn ich das von vornherein flexibel halte und weil es keine fachliche Anforderung ist, sich da festzulegen, sollte man sich auch dann, also sich aus technischen Gründen auf irgendwas festzulegen, ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn es die Fachlichkeit nicht hergibt. Ja, es gibt ja bei CRM zum Beispiel, gibt es ja CRMs, die haben maximal einen Platzhalter für eine Handynummer. Also, ja, was aber jetzt, wenn jemand zwei Handynummern hat oder drei Handynummern oder sowas, Ja, theoretisch, ne? Also, das wobei ist halt. da dieses Problem, ja, es ist ein Beispiel, aber dieses Problem ist halt eher noch lokal. Also da hätte ich jetzt sogar behauptet, dass man das auch wieder irgendwie wieder lösen kann. Aber bei den IDs zum Beispiel, da ist halt so ein Thema, die ziehen sich dann wahrscheinlich durch sämtliche Anfragen und alles irgendwie durch. Und wenn ich halt sage, ich nehme IDs immer Integers, also als Beispiel, dann habe ich unter Umständen ein Problem, wenn ich dann, also User-ID, ich mache meine User-IDs als Integers. Und dann ziehe ich aber dann irgendwann später per SSO oder sowas ein anderes, andere Authentifizierungsmethode mit dran, die dann plötzlich die User-IDs per GUID vergibt. Das sind dann Strings auf einmal oder GUIDs halt. Dann bin ich halt mit Integers halt, kann ich das irgendwie nicht abbilden. Wäre halt die Frage, ob ich das dann an den Stellen, wo ich eine User-ID brauche, nicht gleich irgendwie in so einer allgemeineren Datentyp halt abbilde, der halt beides kann. Also das wäre dann halt vielleicht ein String. Wenn ich da irgendwo eine User-ID hinterlegen muss und da, wenn ich das per String mache, dann hätte ich halt den Vorteil, dass ich halt beides dann abbilden kann, auch später. Selbst wenn ich jetzt aktuell mit Integern arbeite, kann ich später immer noch auf die Strings dann umsteigen oder auf die GUIDs. Ja, cool. Wie sieht es denn aus mit unrealistischen Zeit- und Budgetvorgaben? Sollte man vermeiden. Weit verbreitetes Problem. Ja, aber das kommt Das auch haben wir eigentlich wieder, schon fast beantwortet, gell? ja, das kommt eigentlich auch schon wieder mit dieser, also ich sage immer, es gibt zu jedem Budget auch ein Projekt. Wenn du nur 1,50 € ausgeben willst, dann kriegst du halt auch irgendwie nichts dazu. Aber also die Budgetspanne oder auch das also Projektspanne ist ja zu dem, was ich erreichen will, ziemlich, also unerwartet elastisch. Also das finde ich auch immer so witzig, wenn dann irgendwie Unternehmen halt irgendwie so Angebote einfordern, die dann wahrscheinlich an vielen Stellen sehr weit auseinanderklaffen. Also da wird es, wenn die jetzt so ein mittleres Projekt oder kleines Projekt beauftragen, wo sie selber so einen mittleren fünfstelligen Bereich rechnen, dann wird es dann welche geben, die sind wirklich weit im unteren fünfstelligen Bereich, wenn nicht gar vierstellig von den Angeboten. Also wenn sie es wirklich breit streuen, die Angebote. Und es wird welche geben, die da so im mittleren sechsstelligen Bereich rauskommen, für genau dasselbe Projekt. Und da ist halt die Frage, woher kommt es? Und das ist halt, weil oft halt auch wirklich so, ich sage dann so, was kostet eine Hochzeit? Also du musst es halt wirklich im Detail runterbrechen. Nur dann hast du halt wieder das Ding, dass du so genau in diesem feingranularen, detaillierten Planungsmodus bist, den du ja eigentlich auch aufgrund der Aktivität nicht haben willst. Was wir da immer vorschlagen oder versuchen zu machen, ist, dass man halt erstens mal so einen groben Budgetrahmen mal absteckt, was darf es denn überhaupt kosten? Dann so ein bisschen einen Puffer auch abzieht, weil am Schluss ist es immer stressig und es geht immer irgendwas daneben. Also da mal irgendwie so, keine Ahnung, 5 bis 10% mal auf die Seite schon mal, die man am Anfang gar nicht mit einplant. Dann hat man mal so ein grobes Ding, was es denn sein soll. Und dann kann man sich mal überlegen, okay, da kannst du das runterrechnen auf Personenmonate und oder Personenjahre, je nachdem. Und dann kannst du dir überlegen, was können denn die Entwickler in der Zeit denn ungefähr leisten. Und das macht man dann so als grobe Rahmenvorgabe
für das Projekt dann. Nicht so im Detail, wie es halt oft dann eben gemacht wird. Und meistens wird ja eben so bottom-up geplant, sondern wir versuchen das halt top-down zu machen, ausgehend von dem Budget, was wir denn haben. Welche Leute und wie viele können wir da draufsetzen und was kann denn da so ungefähr rauskommen? Und da, von da ausgehend dann sich so erste wichtige Features zu überlegen und die halt dann in der Planung ganz voranzustellen. Das heißt, wenn ich dann eben in die Umsetzung gehe, mache ich als erstes die Sachen, die wirklich wichtig sind. Hol mir dann zeitnah auch das Feedback dazu ein, ob das so passt. Und wenn es dann passt, dann kann ich mir das nächste, etwas weniger wichtigere vornehmen. Oder wenn es eben nicht passt, weil halt irgendjemand von den Stakeholdern, die dann auch einbezogen werden, sagt, okay, stellt sich doch anders dar, als wir uns das vorgestellt haben. Das kann immer passieren, gerade bei so komplexen Sachen hat man halt auch nicht immer den kompletten Blick drauf. Dann drehen wir halt bei diesem wichtigen Ding nochmal die Runde. Aber auf diese Art und Weise ist halt sichergestellt, dass die wichtigen Sachen da sind und einfach nach hinten raus ist immer die weniger wichtigeren Sachen dann halt wegfallen unter Umständen, wenn es halt dann vom Rahmen her nicht passt. Wenn du halt mit dem starren Bottom-up-Planung dran gehst, dann müssen die ganzen Voraussetzungen halt einfach stimmen. Und wenn da irgendwas falsch ist, dann bist du sofort in der Nachverhandlung drin. Vom Budget her und von Zeit dann logischerweise auch. Oder du musst halt wirklich dann auch ein Quid pro Quo verhandeln. Also sprich, du lässt ein Feature raus, nimmst dafür ein anderes rein, aber bist dann wirklich jedes Mal, wenn halt sowas eintritt und das tritt halt oft genug ein, immer im Verhandlungsmodus mit dem Dienstleister, der das dann das eine Thema weniger und dafür das andere mehr machen soll. Und realistischerweise kommst du dann tatsächlich eher mit diesen Verhandlungen wieder in diese Agilität auch wieder rein. Nur, dass es halt viel, 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 viel anstrengender ist, weil es halt jedes Mal eigentlich eine betriebswirtschaftliche oder eine Management-Verhandlung ist und nicht eine technische beziehungsweise auf der Fachebene. Ja, dann ein Fehler, den es noch zu meinen gibt, ist fehlende Flexibilität, haben wir bereits abgedeckt. Fehlende Benutzerzentrierung, haben wir schon ein bisschen angesprochen, oder? Ja, eigentlich das, was wir mit den Stakeholdern halt gesagt haben. Ja, Also ja, wichtig ja. ist halt, dass man sich überlegt, was sind die wichtigsten Punkte, die wir erreichen wollen. Also für was ziehen wir das ganze Projekt eigentlich hoch? Und von da aus wird es halt dann, sagen wir, immer unwichtiger. Und meistens ist halt so, dass das Budget ist irgendwie fix und die Zeit ist irgendwo auch mehr oder weniger fix. Qualität muss ja auch eine gewisse Qualität haben. Also muss man halt irgendwie als einzige Variable, was halt da irgendwie noch bleibt, ist eigentlich so der Scope. Und dann muss man sich halt überlegen, mache ich halt den, also ja, auf die Art und Weise, wenn der Scope einfach das ist, was flexibel ist, dann muss man halt dazu sehen, dass man die wichtigen Sachen halt als erstes macht, damit die halt einfach da sind und auch gereift sind. Also das ist halt auch noch so ein Thema, was oft auch kommt, dass Softwarereife auch gar nicht beachtet wird. Also da wird dann diese große Integration, wenn jetzt mehrere verschiedene Teams oder Dienstleister oder sowas an einem Projekt arbeiten, wird am Ende die Integration gemacht, logischerweise, weil halt dann die Sachen fertig sind. Aber das führt halt dazu, dass eigentlich am Schluss, wenn die Integration gemacht wird, die Software nicht gereift ist. Du brauchst immer, wenn du Software entwickelst, eine gewisse Reifezeit, wo dann selbst die Entwickler das Ding immer wieder nutzen, die Tester das ständig durchnutzen, wo das halt einfach die ganzen Probleme und Hiccups und was es halt alles in der Software gibt, dass die halt so langsam Stück für Stück ans Tageslicht kommen und du kannst eben nicht in 2 Wochen Test oder UAT oder sonst irgendwas alle Probleme irgendwie finden, wenn du kurz vor knapp dann die Integration gemacht hast. Das schreit auch schon irgendwie so nach Fehlschlag. Sondern du musst halt zusehen, dass du möglichst viel von den wichtigen Sachen so weit vorne im Projekt schon so weit hast, dass es halt über den restlichen Projektzeitraum halt ausreifen kann. Ja, da fällt mir wieder das Thema Projektreife, wenn es Softwarereife bei SAP irgendwie. SAP gibt es schon seit 30 Jahren und so nach 30 Jahren, zum Beispiel das CRM-Thema fällt mir da gerade wieder ein, wurde immer so stiefmütterlich behandelt, also bis vor, ich glaube, 2017 oder so, also dann quasi diese neue GUI mit Fiori-basierte GUI dann mal eingeführt haben und auch das dann umgebrandet haben auf
C4C und dann auch dann nochmal umgebrandet auf CX. Ja, bis dahin war das letztendlich das user-unfreundlichste CRM, das im B2B-Markt oder im Enterprise-Segment zur Verfügung stand. Ja, also weit abgeschlagen von Salesforce und HubSpot und dergleichen. Und also es hat auch irgendwie 30 Jahre gedauert, bis wir dann irgendwann mal das CRM auch überarbeitet haben. Klar, war das so ein Mitläufer, so ein Nebenprodukt, aber trotzdem, ja, mittlerweile ist es durchaus vergleichbar mit Salesforce und so weiter, auch in der Usability, in der GUI und so weiter. Aber manche brauchen halt länger, manche weniger lang. Was würdest du abschließend noch als Frage sagen über dieser Vergleich Standardsoftware versus individuelle Softwareentwicklung? Jetzt haben wir ja gerade gesprochen, welche Fehler man in der individuellen Softwareentwicklung auf jeden Fall vermeiden sollte, aber irgendwie überlappen sich doch auch diese beiden Felder permanent. Ne? Also nur wenn man Ja, jetzt so eine dass sogenannte die Standardsoftware einführt, Standardsoftwareentwicklung gibt es nicht genauso davor viele gefeit Fehler. ist, auch, Ja, auch ja, Fehler zu machen. ja. Ja, es gibt halt Bereiche, da, also sagen wir mal, wenn ich mit einem Problem arbeite, wo mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch jemand anders hat, dann ist es halt sinnvoll, sich mal nach einer Standardsoftware umzusehen. Ja. Wenn ich irgendeinen Prozess habe, der ist halt so individuell, oder ich habe halt Maschinen, die werden von mir entwickelt, die habe nur ich, und die Probleme oder die Fragestellungen mit diesen Maschinen habe auch nur ich, dann ist halt individuelle Softwareentwicklung wahrscheinlich sinnvoll. Und wo halt noch individuelle Softwareentwicklung eine Rolle spielt, ist halt zumindest immer digitale Begleitprodukte. Also wenn du halt irgendwelche Produkte hast, die du da ausschiebst, die halt Klar. physische Produkte sind und da halt irgendwie noch was dazulegen willst oder musst, das ist dann praktisch, dann übernimmst du als Auftraggeber mehr oder weniger die Rolle des Standardsoftware-Vertriebs. Also dann entwickelt mit einer individuelle Software, oder entwickelst du eine individuelle Standardsoftware in dem Sinne. Also die Ja. ist individuell für dich entwickelt, aber es ist eine Ja, Standardsoftware für klar. deine Kunden. Ja, auch SAP war irgendwann mal individuell, ja? Ganz am Anfang. Also grundsätzlich ist ja jede Standardsoftware irgendwann mal individuell entwickelt worden und dann zur Standardsoftware sozusagen gereift. Dann sind wir wieder beim Thema Softwarereife. Also man könnte letztendlich aus jeder x-beliebigen individuellen Softwareentwicklung, die du auch gemacht hast, zum Beispiel für deine Kunden, jederzeit auch ein Standardprodukt Wenn entstehen es lassen einen Use Case und nochmal gibt, weiterverkaufen. dann, Ja, ja, wenn es genau. einen Use Case nochmal gibt, Also dann kann man die auch mal zweimal das meinte ich, hernehmen, das ja. meinte ich auch irgendwie mit dem Thema Überlappungen. Insofern, dass jede Standardsoftware irgendwann mal individuelle Software war. Und aber auch, wenn man sich sogenannte Standardsoftware holt, häufig bei, ja, integrieren will, bei eben komplexeren, größeren Firmen und Unternehmen, dass man das dann so weit, dass man vielleicht 50% dann sowieso customizen muss. Und das dann insofern dann auch wieder individuelle Entwicklungen sind. Oder letztendlich eine neue Version, komplett eine Version neu rauskommt, irgendwie eine Cloud-fähige oder irgendwas. Und dann plötzlich hat eine Firma, die irgendwie seit 20 Jahren SAP hat, also Standard, so viele unterschiedliche Code-Fragmente, dass sie letztendlich, also so individuell überall immer wieder was dran gebaut, über Jahrzehnte hinweg, dass sie sagen, okay, wir haben eigentlich gar keine Standard-Software. Also, dass sie dann irgendwie ein Aufwachen, weil dann irgendwie so mal eine große Migrationsphase kommt oder SAP das plötzlich nicht mehr supportet oder irgendwie eine Deadline. Sie müssen jetzt irgendwie das machen. Und dann kommen sie plötzlich in den Gedanken, okay, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Standardsoftware mehr im eigentlichen Sinne, sondern wir haben eigentlich eine komplett individuelle, zusammen gefrickelte ja, Ja, also SAP-Landschaft in dem Fall. wenn du die Möglichkeit zur Konfiguration nur hinreichend komplex machst, dann hast du wieder eine eigene Ja, Programmiersprache. und das kommt ja nicht selten vor. Also einfach gut aufgrund des Timeframes, ne? Also wenn du über viele Jahre hinweg eben immer wieder irgendwas erweiterst, weil da letztendlich insofern immer nur quasi kleine Dinge machst, aber dann halt in der Summe und in dem Timeframe halt dann insgesamt so eine Art Fleckenteppich dann entstehen. Aber das, ich glaube, da ist auch keine große Firma davon gefeit. Ja, man müsste ja sonst immer wieder alles komplett betrachten bei jedem kleinen Add-on. Und das ist ja auch dann wieder nicht wirtschaftlich. Also von daher ist es eigentlich eine ganz normale Geschichte eigentlich. Aber irgendwann kommt dann mal der Punkt, wo das dann quasi so überwuchert ist, dass man halt dann wieder sagen muss, okay, man muss jetzt mal eine Entscheidung fällen, ob man das Ganze nicht komplett neu aufsetzen oder was auch immer. Oder wie siehst du das? Ja, also gut, wir sind halt eher so im Bereich individuelle Entwicklung. Also natürlich arbeiten wir auch mit Kunden individuell an deren Standardsoftware. Also von daher,
Stimmt schon. Also da ist eigentlich ist der Übergang dann fließend. Ja. Ja. Ja, du bist ja in unterschiedlichsten Use Cases bist du ja zu Hause, ne? Also entweder Prototypen, komplett was Neues oder halt auch Schnittstellen oder Anbindungen oder Integration von und zu Standards, sogenannten Standardsoftwaren und so weiter. Also du hast ja auch unterschiedliche Use Cases, bist ja auch einsetzbar. Das ist immer, genau. Okay, cool. Danke für das Gespräch. War mir sehr, sehr bereichernd und sehr ausführlich eigentlich. Wir wollten eigentlich nur 15 Minuten machen. Ja. Habe ich zu viel geredet? Ja. Nein, sehr, sehr, sehr interessante Sache. Also, vielen Dank nochmal dafür.